Darf ich vorstellen, das ist die Rettungsaxt wieder aus dem Hause Midgard Messer. Das hier ist eine spezielle Scheide und zwar die Automontage. Da passt diese kleine nette Rettungsaxt drauf. Dann hast du hier ja, Montagematerial, denn du kannst hier unterschiedliche Aufsätze drauf montieren. Was meine ich damit? Ja, ja, das heißt, es wird aus einem klassischen kleinen Beilchen ja, ein Zimmermannbeil. Oder, das habe ich schon mehrfach einsetzen können, einen kleinen Hammer. Und es gibt noch viel, viel mehr. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, und wenn du dich fragst, ob es auch ja, eine Gürtelfunktionalität gibt, mit der du das Teil am Gürtel tragen kannst, mit einem Techlock, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte dir diese nette Rettungsaxt hier vorstellen. Das gesamte Zubehör, das mir zur Verfügung steht und natürlich ja ein Fazit. Wir werden auch testen, wir werden auch etwas arbeiten damit. Dieses Teil habe ich seit einigen Monaten im Test. Das ist mein eigenes Teil von der Firma Midgard. Der Dirk, das ist der Firmenchef, hat mich angeschrieben und hat gefragt, ja, ob ich mir sowas einmal anschauen will. Habe gesagt, ja. Will ich mal anschauen, finde es gut, habe es jetzt auch bei mir im Shop, das ist natürlich alles billige Eigenwerbung, das ist ganz klar. Aber schauen wir uns einmal das Beilchen an oder diese Rettungsaxt. Sie hat hier hinten die Möglichkeit, dass man viel Stabilität aufbaut, weil dieser kleine Ring hier gegeben ist. Das ist halt alles ein bisschen taktisch schon, das ist halt vom Stil her, spricht es dich an oder eher nicht, das musst natürlich du wissen. Hier diese Ausführung hat auch, ja, eine Griffschale, die man übrigens auswechseln kann, andere Farben, andere Module oder auch ohne. Der Dirk von Midgard Messer bietet die an, schau auch in seinem Shop vorbei, da kannst du dir dann das customisieren, so wie du das willst. Gut, hier hinten, ja, da ist jetzt mal klassisch wie bei einem Beil, so ein Nothammer, aber, und das ist das Schöne dabei, und das konnte ich schon mehrfach einsetzen, du kannst dir hier hinten diesen Aufsatz, der auch im Lieferumfang mit dabei ist, draufschrauben, das machen wir dann nachher. Und dann hast du einen richtigen Hammer zur Verfügung. Das finde ich cool. Dann gibt es auch, das habe ich noch kein einziges Mal einsetzen müssen, diese Zimmermannsaktivität und es gibt einen dritten Aufsatz, der auch im Lieferumfang dabei ist, aber den habe ich verloren. Zu viel Zeug. Und ich hatte das Teil ja auch schon bei Trainings mit und beim Zeltaufbau, wir haben ja einige Zeltvideos gemacht hier auf Alto Labadie bei uns im Bushcraft-Areal. Und da ist es mir irgendwo verloren gegangen. Vielleicht liegt es irgendwo bei mir im Auto im Amarok oder ich habe es wirklich verloren. Aber das ist ein Dorn, ein Rettungsdorn, mit dem man irgendwo Metall reinschlagen kann, aufschneiden kann. Also das Teil ist wirklich, wirklich, wirklich giftig. Gut, dann, was ich hier extrem gut finde, ist diese Gürtelscheide. Da ist ein Magnet drin und dann haftet das Teil. Natürlich kannst du das jetzt noch einmal extra sichern. Ja? Aber im Endeffekt haftet das nur durch den Magnet. Das ist natürlich nichts fürs Bushcraften, denn wenn dann Druck drauf kommt, hält das natürlich, also die Axt fällt nicht raus. Aber wenn du dich damit jetzt im Wald bewegst, schau mal her, das sitzt nicht hundertprozentig drauf. Das soll auch so sein. Das ist, wenn ich wirklich eine Arbeit habe jetzt. Okay, bum, 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 klack. Bum, 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 klack. Ja, ohne dass ich irgendetwas einfädeln muss. Für das ist dieses Scheidensystem gedacht. Aber es gibt natürlich auch andere Scheidensysteme wie diese Survival-Ausführung hier. Das Ganze macht der Dirk in Deutschland. Das heißt, das kommt aus seinem Werk. Das sind 3D-Druckelemente. Das hier ist zum Beispiel eine Survival-Scheide. Bei der ist es jetzt so, da habe ich einerseits ein eingebautes Schleifkeramikteilchen zum Nachschärfen. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Feuerstahl einzusetzen. Ja. Und das hier, das ist so ein Notlicht. Ich bin mir sicher, dass man das jetzt nicht so gut sieht. Ja. Aber bei Nacht ist das ein Notlicht. Das leuchtet jetzt nicht den ganzen Bereich aus, aber als Notlicht auf jeden Fall denkbar. Ist eine liebe Spielerei. Aber das ist diese Survival-Scheide. Die finde ich schon einmal ganz nett. Aber für den Bushcrafter und für den Outdoor-Enthusiasten ist diese Scheide die hier. Ja. Die ist ideal. Und zwar, die setzt du hier ein. Und du siehst, das ist halt ein bisschen fummeliger. Das bedeutet für schnelle Arbeiten und dann wieder fixieren, das geht nicht. Aber da fällt, die ist einfach hundertprozentig sicher. Hast hier hinten eine Gürtelschlaufe. Es kommt auch alles bei ihm aus dem Midgard 3D-Drucker raus. Und
So ist diese Scheide hier. Ja. Das heißt, die ist dann am Gürtel und da kann nichts passieren, das passt alles. Das einzige unter Anführungszeichen negative, also ich sage immer alle Vor- und Nachteile, das hier ist etwas klebrig und das heißt, es kann dir hier Gras hängen bleiben. Ja. Oder wenn du wirklich durch das Unterholz gehst, irgendwelche Kletten hängen bleiben. Aber das gibt es dann wieder runter und das ist erledigt. Ja. Die Scheide ist für den Bushcrafter und Outdoor-Survivalisten ideal. Ja. Und dann, da habe ich sie vorher drin gehabt, das ist die Automontage. Das heißt, du kannst das in dein Auto, also zum Beispiel bei mir im Amarok, passt das gut, weil Rettungsaxt, kann ich jetzt hier diese Montage hier wählen. Das ist auch wieder mit einem Magnet. Und da kann ich mir die Aufsätze drauf poppen. Da ist da so eine kleine Öffnung, da kann ich die reinschieben. Da muss man aber wirklich reinschieben, weil das muss natürlich auch halten. Daher, also das kann man nicht so klack runternehmen, sondern die sind richtig fest eingebaut. Feuerstahl ist noch einmal dabei und auch diese Lichtkomponente, die ich da vorher gezeigt habe, ist hier mit eingebaut als Notlicht. Und natürlich, und das ist ganz entscheidend, ein Imbusschlüssel, den du brauchst. Und der ist nämlich wirklich wichtig zum Montieren von den Zubehörteilen. Ja, jetzt rede ich schon die ganze Zeit. Ich weiß eh, du sagst, Reini, arbeite etwas. Ja, das werde ich dann nachher gleich machen. Aber zuvor möchte ich jetzt noch was montieren. Und zwar, ich habe es eigentlich noch nie montiert gehabt, nämlich dieses Zimmermannsteil. Warum? Weil ich es noch nie gebraucht habe. Ich habe den Hammer schon mehrfach einsetzen können, zum Zelte aufstellen zum Beispiel, haben wir den gebraucht. Und wir haben Heringe eingeschlagen bei einem Survival Training für das Tarp, da habe ich das gebraucht, aber das Zimmermann-Ding habe ich noch kein einziges Mal eingesetzt. Denn eins ist auch klar, der Hammer, der hier standardmäßig dabei ist, der ist zum Einschlagen von irgendwelchen Nägeln oder so nicht wirklich brauchbar. Gut, sei es drum. Im Lieferumfang ist auf jeden Fall auch das mit dabei. Du hast dann hier diese Schraubern, die auch im Lieferumfang mit dabei sind und schraubst die ganze Sache einfach rein. Es gibt bei diesem Beil eine Sache, ich habe den Dirk wirklich gefragt, ich meine, ich erzähle jetzt nur von Hörensagen. Ich habe gesagt, ja, aber das Teil, das ist 42A-konform, in Österreich ist es sowieso wurscht, aber ich darf das in Deutschland führen. Und er sagt zu mir, ja, weil es ist kein Messer, sondern es ist ein Werkzeug. Sage ich, warte mal ganz kurz, lass mich das noch einmal zusammenfassen. Ich nehme das Teil, trage das in irgendeiner Scheide oder habe das in der Automontage und fahre in Deutschland mit meinem Amarok. Ich meine, ich war schon urlang nicht mehr in Deutschland, muss ich eh wieder mal ändern, aber momentan lässt die familiäre Situation nicht zu. Kleines Baby etc. pp. Aber ich fahre mit dem und die Polizei hält mich auf, er sagt, komischer Österreicher fährt da in der Gegend herum und sehen dieses Beil hier. Und dann sagt er, ja und, was sollen sie machen? 42A-Konformität ist gegeben, weil 42a hier nicht greift, weil es kein Messer ist, sondern ja, ein Werkzeug. So, das wird richtig schön festgezogen hier, also da kannst du drehen, du siehst, und das finde ich übrigens gut mit dem 42a-konform, ne? Also wie gesagt, das ist mein Informationsstand, ja? Ich garantiere nicht dafür, weil ich kein Rechtsvertreter bin, kein Rechtswissenschaftler, aber das ist die Info, die ich habe und klingt für mich plausibel. Aber jetzt richtig schön festgedreht, du hast gesehen, es hat doch einige Zeit gedauert, aber dafür sitzt das Teil dann auch. Und das ist ganz entscheidend, das ist wirklich wichtig. Der Hammer sitzt auch total fest, aber du musst das muss beißen. Wichtig, ja, das ist wirklich wichtig. So, Imbusschlüssel wieder dazugeben und so schaut jetzt die Situation aus. Ja, gut, jetzt zum Beil selbst, bevor ich dann arbeiten gehe. Du hast hier hinten diese Position, bum, 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 ja, und du kannst es hier oben, das sind auch die Ausnehmungen, greifen für feinere Arbeiten, werden wir noch tun. Es gibt einen kleinen Schwachpunkt für mich, das ist nur meine persönliche Meinung, und zwar das ist dieser Teil hier. Du musst beim Arbeiten, also wenn du Handschuhe anhast, ist sowieso wurscht, ja? Aber du musst beim Arbeiten hier an der Stelle etwas aufpassen. Denn wenn du da übergreifst und nicht aufpasst, kannst du dich selber verletzen. Jetzt nicht so, dass der Finger abgeht oder das Blut rausspritzt, aber es ist halt... Und das ist halt dem System geschuldet. Das ist dem System geschuldet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man hier unten greift und nur hier unten arbeitet, ist es vollkommen irrelevant. Aber sobald man hier nach oben geht, muss man halt ein bisschen umdenken und ein bisschen nachdenken. Das ist das Einzige, wo ich sage, das würde ich mir persönlich anders wünschen, sage ich jetzt einfach so. Also wenn ich diese Axt jetzt redesignen müsste, dann würde ich diesen Teil hier irgendwie anders machen. Ja? Mit der Dirk, und ich bin mir sicher, dass der das Video sieht, das ist keine Kritik oder böse gemeint, aber mir ist das einige Mal passiert, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein alter Eierbär bin. Das ist echt super. Und ich muss da sagen, bevor ich jetzt arbeiten gehe, ich verspreche, ich werde gleich arbeiten gehen, dieses Ding fasziniert mich. Dieses Ding fasziniert mich einfach vom,
vom Grip und einfach vom Touch-Faktor. Tut mir leid, ist so. Bin nicht ganz dicht, aber ich bin ein bisschen verliebt. Ja, ich werde jetzt ein paar Hackarbeiten machen, Kleinigkeiten. Das hier sind Haselsträucher. Ich bin hier auf Waldurlaub.de im Buschkraftareal. Das heißt, ich habe die Erlaubnis, das hier zu tun. Und übrigens, das Ganze hier ist ein Parkplatz. Also hinter mir ist ein Auto, ein Parkplatz. Da steht ein Auto, also mein Auto, um konkret zu sein. Das heißt, wenn ich das hier nicht mache und diese Haselsträucher anhacke, dann kommen so Waldarbeiter mit Maschinen und schneiden das um. Also, wenn du natürlich rausgehst, irgendwo im Wald, irgendwo was umhacken, das ist natürlich nichts, aber hier an der Stelle, ich darf das und das ist einfach so. So, ich habe jetzt hier an der Stelle einen Haselstrauch und jetzt schauen wir mal, wie viele Schläge ich dazu brauche. Wundere dich nicht, das hier ist mein Bogen- und Armbrustschießplatz deswegen. So. Ich hack die auch um, nicht nur zum Spaß, sondern die wachsen in den Parkplatz rein und dann hat nichts mehr Platz und deswegen, also würde man das sowieso tun und so kombiniere ich das mit einem Video. Also zwei Schläge, tschim, tschim, Sache erledigt. Finde ich gut. Dann hier jetzt nacharbeiten. Da ist natürlich dieser Aufsatz hier unnötig. Ja, wie gesagt, also für Bushcraft und Survival Outdoor Arbeiten und so Holzarbeiten ist dir jetzt egal, außer du machst bis Dachdecker, damit du krieg, was, das ist natürlich klar, aber für uns ist das jetzt irrelevant. Ich finde diese Kugel hier, also diesen Kreis hier hinten zum Packen, irrsinnig schön, denn heute ist doch ein, du siehst es nicht, weil ich im Schatten bin, doch ein sehr heißer Tag und ich fange schon in den Händen ins Schwitzen an, aber nicht, weil mich diese Midgard-Wieder-Axt so anmacht, nein, überhaupt nicht, sondern weil es halt schwitzig wird. Und auch wenn ich hier Griffschalen habe, ja, die natürlich cool sind und nett sind und schön sind, es kommt ein bisschen ein Schwitz ins Spiel. Und mit dem hier habe ich das hundertprozentig im Griff. Na, ich muss auch immer an dieselbe Stelle schnallen. Ne? So, passt einmal gut. Ist auch schön. Jetzt werden wir anschauen. Schnitzarbeiten, das ist natürlich klar, das ist kein Schnitzwerkzeug per se. Übrigens, gebt unten den Link in meinen Shop, schau da die technischen Daten an, Gewicht, Länge, Stahlsorte und so weiter, kannst du alles anschauen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sich jetzt beschweren werden, das könntest du alles im Video sagen. Nein, kann ich nicht im Video sagen, was fad ist. Also ich finde das zumindest fad, wenn, ja und es hat so und bla bla bla, schau es dir an, ja, schau es dir ganz einfach an. Also, schnitzen geht, ja, das ist natürlich nicht ideal dafür, aber es geht, ja, es geht, es ist in Ordnung. Das heißt, wenn du das als Rettungs-EDC Survival-Tool siehst, bist du auch ja, jetzt hier im Outdoor-Bereich nicht einmal so schlecht bedient. Wir werden jetzt dann nachher noch ein bisschen spalten, was natürlich beim Querschnitt unlustig ist, das ist ganz klar. Aber diese Arbeit ist einmal gut gegangen. Ich könnte jetzt, aber da habe ich momentan keinen Bedarf, sicherlich auch fettere Teile damit durchhauen. Habe ich jetzt momentan keinen, daher geht das nicht. Aber schau mal her. Schlägt sich richtig gut. Schlägt sich richtig gut. Na gut, dann werden wir ein paar andere Holzarbeiten umsetzen. Eine Sache ist natürlich klar, man kann das tun, aber ich bin davon überzeugt, dass das nicht das Hauptanwendungsgebiet ist, ja, sondern das ist so ein Beil, das alles ein bisschen kann. Ja, und auch halbwegs gut kann, das ist gar nicht der Punkt, aber es ist halt kein Spezialwerkzeug. Es soll ja auch EDC sein und soll auf Rettungsfunktionalität und auf Alltag sozusagen, mein Alltag, ja, wie oft braucht man ein Beil? Aber wenn man es braucht, dann wäre es cool, wenn man es hat. Also das passt einmal alles ganz gut, aber das ist natürlich Pipifax, das ist mir schon klar. Jetzt schauen wir uns einmal an. Schneidet jetzt natürlich nicht so wie hier ein Messer, ist klar, aber das muss es auch nicht. Wobei ich mir sicher bin, dass man das, ich habe auch schon einiges damit gemacht, aber das war auch von Werk nicht so scharf, dass man da jetzt gleich, ja, ich weiß nicht, sich rasieren könnte, aber da kannst du dich ja spielen damit. Ich glaube auch gar nicht, dass das notwendig ist. Ja, aber das passt einmal ganz gut. Sehr brauchbar, wie ich meine.
sehr brauchbar. Das ist sehr, sehr nett. Ja, und dann natürlich den obligaten. Ah, das geht nicht, der ist schon gespalten. Das gilt nicht. Und das ist auch schon ein bisschen. Ich hol mal was anderes. Das ist ja alles kau. Das ist ja keine Herausforderung da. Frisch, trockener Buchenscheid. Schauen wir mal. Also ich versuch's. Hat halt, und das ist ganz klar, keine Spaltwicklung und auch relativ wenig Masse. Aber, wie immer, gebe ich nicht auf. Und jetzt, ja! Sobald das Spiel hier, das hier mitspielt, geht es dahin. Eigentlich wäre es cool, wenn es so einen Aufsatz gäbe, der nach hinten geht. Also der nicht nach so, sondern der schräg ist und dann da vorne einen eine Keilwirkung macht. Das wäre cool. Dirk, wenn du das Video siehst, das wäre doch was, hä? Dass wir machen eine reine Rossmann EDC Bushcraft and Survival EDC Beil mit ein paar Änderungen und bauen hier einen Teil dazu, das hier nach vorne geht, dass die Spaltwirkung da schon anfängt. Das heißt, das spanne ich da ein und dann Rabumste Kapumste! Also ich bin, wie gesagt, von dem Konzept insgesamt total angefixt. Ich finde das total super. Ja, das geht super. Und wie gesagt, das ist jetzt hier an der Stelle unnötig. Ja? Also für das, was ich jetzt einsetze, ist das unnötig. Und mir ist natürlich klar, ich möchte es noch einmal wiederholen, mir ist natürlich klar, dass dieses Ding kein Messerersatz per se ist. Ja, also dass ich jetzt sage, schau, da kann ich so schön schnitzen wie mit einem Messer. Natürlich nicht. Ja, ja, und das ist natürlich, wie gesagt, ich habe es auch schon jetzt vor dem Video jetzt noch ein bisschen schärfen können, gebe ich zu. Ja. Aber es kommt auch ab Werk jetzt nicht so scharf wie, weiß ich nicht, der Felkniven oder sonst irgendwas. Ja, weiß ich jetzt nicht, fällt mir jetzt nichts anderes ein. Aber es ist nicht einmal so schlecht. Ja. Also auch jetzt für Überlebenssituationen, also das ist durchaus in Ordnung. Ja, das ist absolut in Ordnung. Und ja, also ich finde das insgesamt sehr, sehr praktisch. Ja, was ist nun mein Fazit? Das Ding ist total super. Ich habe das extrem gern. Diesen kleinen Schwachpunkt, den ich angesprochen habe, das muss kein Schwachpunkt sein, sondern das ist halt nur so, wie ich es beim Arbeiten halt empfinde. Aber sonst ist es einfach super. Dass das Ding natürlich jetzt kein klassisches Bushcraft-Beil ist, das ist auch ganz klar, weil da nehmen wir was anderes mit. Ja? Dass das kein klassisches Waldarbeiterwerkzeug ist, das ist auch klar, die haben da ganz andere Sachen mit, das ist für die Spielzeug. Aber ich finde das Konzept von einem EDC-Beil, das heißt etwas, was ich einerseits in Deutschland auch, so ist mein Informationsstand, ja, mitnehmen darf und mitführen darf, ohne Probleme zu haben. Etwas, was wirklich Power hat, was gut verarbeitet ist, auf das ich mich verlassen kann, mit dem man eben Rettungsaktivitäten durchführen kann und auch gewisse andere, ich sag, Rettungssituationen gut bewältigen kann, weil das Ding liegt einfach extrem gut in der Hand und stellen wir das jetzt ohne den Hammer vor, also da ist schon einiges an Power dahinter, ist das Konzept für mich einfach komplett rund. Es ist so, dass diese Halterungen, ja, das ist alles lieb gemacht, das sind natürlich alles Spielereien und das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, aber ich stelle mir das jetzt so vor und ich werde das noch einbauen und werde dann auch noch ein eigenes Video dazu machen, in meinem Amarok, der übrigens auch da steht, das ist nämlich alles hier ein Parkplatz, ja. Das hat schon was, also das muss ich ja schon sagen, das hat schon was. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich würde es jetzt wirklich brauchen, mache ich einmal Klack und greife dann zu, und habe das die Axt in der Hand, das ist schon cool. Also ich werde sie ohne diesen Aufsatz lagern und weiterhin, ich habe sie auch schon geführt, mehrfach, in der Gürtelscheide, nicht in dieser Survival-Scheide, die ist mir ein bisschen zu grobig dafür, aber in dieser hier, das hat extrem gut funktioniert und da brauche ich dieses Ding im Endeffekt nicht. Ja? Und auch für klassische Rettungsaktivitäten, also wenn es so weit ist, dass ich jemanden aus einem Auto bergen muss und diesen Dorn hier braucht, dann haben wir sowieso ein Problem. Aber wenn ich sie im Auto mit dabei habe, und das wäre dann die logische Konsequenz, könnte ich sie ja umbauen. Aber wenn ich ihn wieder finde. Aber das Ding taugt mir irrsinnig.
Und jetzt bist du dran. Schreib mir deinen Kommentar, was du von diesem Konzept hier hältst, was du von diesem Beil hier hältst, von dieser Rettung, von diesem Rettungsbeil, ob du das auch mit 42a so siehst oder ob du eine andere Meinung hast. Ja, schreib uns das gerne. Ich finde das Konzept auf jeden Fall cool und besuch auch den Messerkanal, den Reini Rossmann Messerkanal, gebe ich da unten den Link und auch hier noch einmal, denn da stelle ich ein anderes Midgard-Messer, das Böker produziert hat, vor. Das ist auch noch anschauen. Und übrigens, billigste Eiwerken, das gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen, Daumen nach oben. Dirk, super Arbeit, taugt mir total. Bis dann, dein Reini Rossmann und ciao, ciao.